1725 private Realschule im Pfarrhaus. Nachdem die Fahrt mit dem Süden nach Heilbronn in die Oberschule recht, also und nach Unterrichtsende natürlich zurück nach Ilzel, 1925 sehr aufwendig errichtete Pfarrer Leitze im Pfarrhaus eine private Oberschule ein, damals noch Realschule genannt. Gemeinschaftsschule kannte man damals noch nicht. Eine 25-jährige arbeitslose Lehrerin unterrichtete 3 Schülerinnen und 6 Schüler in allen Fächern, anders wie heute. Das Schulgeld betrug damals 10 Mark pro Monat, hört sich so an, als wäre das damals recht viel gewesen. Ein ganz herzliches Dankeschön für Sportclub Ilzel, der Abteilung Tischtennis.